Ich habe mich wieder auf den Weg gemacht. Ich bin heute Morgen um 9:30 gestartet und ja, war dann noch beim Bäcker, habe mir Proviant eingekauft und wie immer zwei belegte Brötchen und zwei süße Teilchen. Ich war dann noch beim Rewe, habe mir auch noch ein paar Getränke eingekauft und ja, jetzt müsste ich genug haben für den Tag. Das Rauschen im Hintergrund, das ist die Autobahn, die A5. Also der Radweg führt hier direkt an der Autobahn entlang und ja, es ist eine ziemlich schmale Stelle hier, kommt alles zusammen. Berge, Autobahn, Radweg, Rhein, ja, dann kommt schon Frankreich. Ja, ich muss schon sagen, es sind schon etliche Kilometer, die man hier ja, quer fährt. Also entweder man macht einen Abstecher oder der Radweg läuft ja auch nicht immer direkt Richtung Süden. Und ich bin jetzt hier schon bei über 280 Kilometer. Bis Basel ist jetzt auch noch über 20 Kilometer und ja, das habe ich ein bisschen anders eingeschätzt. Also allein gestern der Abstecher in Bad Bellingen zum Campingplatz hoch und dann wieder runter. Auch allein das waren knapp 9 Kilometer. Und ja, das habe ich, wie gesagt, das anders eingeschätzt und ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so weit bis nach Basel ist. Ich bin jetzt mittlerweile in Weil am Rhein und ja, hier endete vor circa 8 Wochen mein Schwarzwald-Panoramaradweg und ich muss nur aufpassen, ich möchte jetzt hier weiter dem Rheinradweg, der D-Route 8 folgen und nicht dem Südschwarzwald-Radweg und muss ich gucken, dass ich nachher den richtigen Weg erwische. Und ja, ich glaube in Rheinfelden war das, da treffen dann beide Radwege wieder aufeinander. Ja, wobei ich glaube, der Schwarzwald-Panoramaradweg, das war die erste oder zweite Maiwoche. Das müssen jetzt schon ja, so 10, 11 Wochen her sein. Naja, innerhalb von 12 Wochen die dritte Tour. Also, wann geht's mir gut, hey. So, und auf geht's in die Schweiz. Ja, das letzte Mal durch Basel durchzufahren war saublöd, hat ewig gedauert und ich hoffe, dass es diesmal etwas schneller geht und angenehmer zu fahren ist.
Ich fahre jetzt aus Basel wieder raus, bin da schon gleich wieder an der Grenze. Ja, also wenn ihr mal vorhabt, den Südschwarzwald-Radweg lang zu fahren, würde ich empfehlen, ab Rheinfelden auf den Rheinradweg, auf die D-Route 8 zu wechseln. Und ja, der Weg hier durch Basel durch ist viel schöner und vor allen Dingen viel angenehmer zu fahren. Und ja, schönerer Weg auf jeden Fall. So, hier ist die Grenze und jetzt bin ich gleich wieder in Deutschland. Mittlerweile bin ich jetzt schon wieder 35 Kilometer weit gefahren und ja, ich werde jetzt demnächst mir eine Sitzbank suchen und dann mal Pause machen. Ein ziemlich abenteuerlicher Radweg hier. Also die Bank hier, die kommt echt im letzten Moment. Ich bin mittlerweile bei 40 Kilometer und ich habe richtig Hunger bekommen. Also ich brauche jetzt dringend was zu essen. Also, das tut richtig gut. Genau richtig jetzt. Baguettebrötchen mit Tomate, Mozzarella und ein bisschen Salat dabei. Super. So, die Pause eben hat echt gut getan. Wir haben jetzt Viertel nach 12 und noch so 2-3 Kilometer bis Rheinfelden und ja, dann geht es weiter nach Bad Seckingen, Laufenburg und Walsentingen. Was heute gut ist, ist, dass die Sonne nicht so scheint. Also es ist deutlich kühler und wesentlich angenehmer zu fahren. So, ich stehe jetzt hier wieder in Rheinfelden und wie gesagt, der Südschwarzwaldradweg, da geht es hier auf die andere Seite, in die Schweiz rüber und ja, wie gesagt, ich würde empfehlen, hier auf die D-Route 8 auf den Rheinradweg zu wechseln, ist ja, kürzer, angenehmer zu fahren und ja, ich finde auch schöner.
die Vögel, die sind ganz entspannt. Die scheinen Menschen gewohnt zu sein. So, ich bin jetzt kurz vor Bad Sendlingen, ich habe noch 1-2 Kilometer und ja, ich bin jetzt bei knapp 70 Kilometer für heute und ich werde jetzt noch mal Pause machen. So, und jetzt komme ich nach Bad Sendlingen. So, einmal über die Brücke in die Schweiz und da drüben, ja, dann trinke ich da meinen Radler. So, also Bad Sendlingen habe ich hinter mich gelassen. Ich fahre jetzt weiter Richtung Laufenburg und ja, ich muss sagen, obwohl ich hier erst vor knapp 3 Monaten vorbeigekommen bin, ich finde den Radweg unheimlich interessant und er ist wunderschön. Also kann ich nur empfehlen. Wenn ihr mal hier unten seid, fahrt auf jeden Fall den Radweg entlang hier am Rhein zwischen Basel und Waldshut-Tingen. Auf jeden Fall ist ein super schöner Radweg. So, es hat jetzt angefangen zu tröpfeln. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob Regen angesagt war, aber ja, so ein paar Tropfen, die sind recht erfrischend, die kühlen und richtiger Regen, ja, wäre natürlich nicht so schön. Soeben kam ein Schild, Laufenburg sind doch nur noch 3,5 Kilometer und ja, Waldshut-Tingen sind nur 18 Kilometer. Also ich komme ja momentan ganz gut voran. Läuft gut. Ich fahre jetzt mal bis Waldshut-Tingen und dann ja, werde ich gucken, wie spät es ist und ja, wie weit ich heute noch fahren möchte. So, nach so ziemlich genau 80 Kilometern habe ich Laufenburg erreicht. Eine wunderschöne Aussicht hier. So, Laufenburg habe ich jetzt wieder verlassen und jetzt geht es weiter im Regen Richtung Waldshut-Tingen. Und der Regen, so wie ich, hört bald wieder auf. Also so ein Dauerregen kann mir schon nerven. Ich weiß es noch gut von meinem Mainradweg. Okay, also jetzt wird es Zeit zum Unterstellen. Da kommt echt ordentlich was runter. Und ich glaube, da habe ich auch schon was gefunden. Also ich glaube, die Leute werden nichts dagegen haben, wenn ich mich da mal unterstelle. Ja, also da kommt ganz schön was runter. Ja, ich denke mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann müsste es vorbei sein. Mal gucken. Also auf jeden Fall bin ich hier ganz gut geschützt und ja, hier werde ich auch nicht nass werden. So, der Regen hat etwas nachgelassen. Dafür habe ich jetzt richtig schön Rückenwind und naja, wenn es nochmal stärker wird, dann stellt ihr mich halt nochmal irgendwo anders hinter. Thank you.
ich bin jetzt mittlerweile in Walsertingen angekommen. Ja, es waren jetzt bis hierhin knapp 100 Kilometer und wir haben jetzt 3:45. Es regnet halt immer noch, zwar nicht so stark, aber ja, es regnet halt noch. Also, es lässt sich aber gut ertragen. Also, es ist mehr erfrischend und im Sommer trocknet man relativ schnell wieder. Ich halte es ja nochmal an, gucke auf die Karte und dann schaue ich mal, wie weit ich heute noch fahren werde. So, das ist der Campingplatz, auf dem ich das letzte Mal war. Aber ja, heute übernachte ich hier nicht. Ich habe noch Lust zu fahren, also eine Stunde auf jeden Fall noch. Wir haben jetzt gesagt, ja, 3:40, also mindestens eine Stunde will ich heute noch fahren. Hier gibt es sogar einen Campingplatz. Aber ja, das ist mir noch zu nah oder noch nicht weit genug. Ich fahre jetzt mal weiter Richtung Hohen Tengen und ja, da kommt immer wieder mal ein Campingplatz. Mal schauen, wie lange ich fahre. So, ich komme jetzt nach Lienheim. Den ging es eben ganz schön den Buckel hoch. Mein lieber Mann, hey. Doch nicht alles flach hier am Rhein. So, und hier geht es jetzt wieder runter. Na super. Also gut, Hohen Tengen, 5 Kilometer. Und dann schauen wir mal, ob ich da bleibe oder ob ich weiterfahre. Wir haben jetzt ja, gleich 6:20 und ja, so langsam reicht es mir auch. Ich habe es eben in der Karte geschaut. In Hohen Tengen gibt es sogar 2 Campingplätze und es ist gleich 18 Uhr. Ich werde jetzt mal zum Essen hinfahren und mein Gas ist so gut wie leer. Ich schaue mal, ob ich dort meine Gaskartusche nachkaufen kann. Wenn nicht, fahre ich mal zum zweiten Campingplatz und wenn die das Gas auch nicht haben, ja, dann habe ich Pech gehabt. Also dann ist heute nichts mit Kochen. Für einen Kaffee morgen früh reicht es vielleicht noch und da muss ich mal schauen, wo ich heute was zu essen bekomme. Aber ich denke, das ist dann auch kein Problem. So, dann schauen wir mal, auf welchen Campingplatz ich gehe. Der erste oder der zweite. Auf jeden Fall, ich bleibe hier in Hohen Tengen. Mir reizt, müssen so gleich 120 Kilometer sein und ja, ist lang für heute. So, ich bin da. Ich bin jetzt hier am Campingplatz in Hohen Tengen. Ich habe es gleich gefunden, weil oben auf der Hauptstraße keine Hinweisschilder waren. Ich bin einmal durch den Ort durch und ja, habe dann gegoogelt, habe mir die Adresse ausgesucht und ja, jetzt habe ich es gefunden. Ja, das waren jetzt bis hierhin 125 Kilometer. Und ja, mein Navi zeigt mir an über 3500 Höhenmeter. Das kann nicht sein. Also, da ist eine Angabe drin mit irgendwas minus 380 Meter unter Meeresspiegel. Da stimmt was nicht. Also, die Angabe von 3500 Höhenmeter, die können nicht stimmen. Also, das, so viel schaffe ich nicht in einem Tag. Bestimmt nicht. Ja, ich werde mich jetzt anmelden. Ich gehe mal davon aus, dass sie noch einen Zeltplatz frei haben für eine Nacht für mich. Und ja, dann werde ich ein Bier trinken oder 2 Bier trinken, Zelt aufbauen und mal gucken, ob ich hier das Campinggas kaufen kann. Wenn nicht, gehe ich im Ort was essen. Ich habe gesehen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, und dann schauen wir mal.
Zelt ist aufgebaut. Meine erste Flasche Bier ist auch schon leer, also das ging sehr schnell zu Ende mit dem Bier hier. Naja, Chemigas habe ich jetzt keins bekommen, aber ich habe mal nachgefragt, im Ort gibt es hier so einen Gashandel und da werde ich mir morgen früh meine Gaskartusche kaufen können. Dafür gibt es vorne jetzt so ein kleines Bistro, da werde ich jetzt etwas essen gehen und nochmal von diesem ja, leckeren Bierchen hier trinken. Ja, der Campingplatz hat gerade mal 11 Euro gekostet und es gibt ja so eine schöne Zeltwiese, ja, direkt am Rhein, das passt. So, ich habe jetzt eben eine Pizza gegessen. Die war sehr gut und ich habe dazu zwei Weizenbier getrunken. Ja, die waren auch gut. Also mir reicht's für heute. Ich gehe jetzt noch duschen und dann gehe ich schlafen. Bis morgen.